sind hier in einer Gemeinde, die Egengomtwa heißt. Wir wurden gerade fantastisch empfangen. Wie immer, keine Worte dafür tatsächlich. Es war herzerwärmend, es war so touching. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war einmalig und wahrscheinlich nie über Fotos und Filme irgendwie zu transportieren, was da gerade los war. Ich hätte es durch Erzählungen mir nicht ansatzweise so vorstellen können, wie es wirklich war. Und dieser herzliche Empfang, ich muss noch ein bisschen meiner Tanzeinlage üben. Aber es war unfassbar. Beschreibt mich tatsächlich. Sehr schön. Und nun werden wir uns die Wasserstelle angucken, die sie momentan noch benutzen, weil hier gibt es kein Wasser für knapp 3000 Menschen, die hier leben. Das soll sich im nächsten Jahr verändern. PDF, unsere Partnerorganisation, hat schon die ersten Schritte dafür eingeleitet. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Wasserquelle aussieht, die momentan genutzt wird. Hi, we are at Gomtwa Village. We've come to where they fetch water and it's a terrible sight. The water is dirty, suspended solids are high, the cow dung is everywhere in the water. They fetch and drink this water. Now, the other sad thing is upstream, the same thing happens, but when the water reaches this side, the same people drink it. It's a terrible, 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 terrible sight. Es gibt keine Alternative. Sie haben uns gerade erzählt, dass sie wissen, dass dieses Wasser sie krank macht und sie trotzdem keine Alternative haben. Aber gerade wenn keine Regenzeit ist, das hier die einzige Wasserquelle ist. Und jetzt sehen wir gerade, dass eine Herde Rinder hier hinkommt und wir uns das Wasser teilen. Wie lange ich jetzt schon gebraucht habe, um diesen Eimer hier überhaupt auf meinen Kopf zu bekommen. Und jetzt den Berg da hoch, also ich habe schon Respekt. Also ich versuch's. Ich möchte es gerne bis oben hin tragen, damit ich einmal fühlen kann, wie sich das wirklich anfühlt, was für eine Leistung das ist, die die Frauen hier jeden Tag, zweimal am Tag mindestens erbringen. Wahnsinn. Man ist das gewohnt, aber beschlaucht. Ja, geschafft habe ich es, aber ich bin auch geschafft. Und das bei eigentlich guten Temperaturen heute. Ich glaube, wir haben heute sehr viel Glück. Es regnet nicht, es ist aber auch nicht mega heiß. Ich glaube, das ist das beste Wetter, was man sich wünschen kann für so einen Weg. Aber das ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen der Fall so. Es war Tag 4, ein höchst emotionaler Tag. Es ist dann doch noch mal etwas anderes mit eigenen Augen und selbst vor Ort zu erleben, wie sich das Leben ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung gestaltet. Wir werden das heute noch in einem abschließenden Gespräch ein Stück weit versuchen einzuordnen und zu verdauen. Morgen geht es dann weiter in die Gemeinde 2 zum Drilling.